So, und eine geniale Erfindung könnte es vielleicht auch für das Thema Wetter geben, um einfach mal ein bisschen Sonne wieder zu bekommen. Guten Morgen, Maira. Guten Morgen, Edu, da wäre ich ganz dabei. Ja? Mhm. Sei doch mal kreativ. Gibt's leider noch nicht. Sei doch kreativ. Also vielleicht schon, sowas. Aber wir wissen nur noch nicht davon. Vielleicht können Sie ja hier wenigstens die Lampe ja ein bisschen heller drehen für uns. Tageslichtlampen wäre ja auch so eine Alternative, ne? Ich glaube, die braucht man auch bei dem derzeitigen trüben Novemberwetter. Aber okay, so schlimm ist der November nicht. Man könnte auch sagen, er ist ein Allround-Talent. Bunte Blätter, graue Tage, Schnee. Vieles sozusagen kann er bieten. Guten Morgen. Aber auch große Temperaturkontraste, also innerhalb Europas zumindest. In Moskau friert man jetzt schon bei 2 Grad höchstens. 18 werden es dagegen heute nochmals in Athen. In München wird es mit den 6 Grad ja fast genauso frisch wie in Oslo oder aber auch Helsinki. Und im Fichtelgebirge sowie am Alpenrand geht es nicht mehr als 3 Grad hinaus oder über 3 Grad hinaus. Im Nordwesten dagegen verbreitet 11, 12 Grad eine ganze Ecke angenehmer. Ja, und jetzt ziehen auch noch aus der Nacht heraus leichte Niederschläge langsam südwärts, schwächen sich auf ihrem Weg dann aber ab. In den östlichen Mittelgebirgen nieselt es munter vor sich hin und im Bayerischen Wald sind sogar auch einzelne Flocken heute unterwegs. Ja, auch in Berlin-Brandenburg nieselt oder regnet es leicht. Generell wird es oftmals ein sehr trüber Tag. Nur im äußersten Süden schaut auch mal die Sonne vorbei. Ja, und auch in Schleswig-Holstein sowie an der Ostsee sind immer mal wieder ein paar Wolkenlücken mit dabei. Morgen und übermorgen regnet es dann im Norden leicht. Meist bleibt es aber trocken und ja, überwiegend dann morgen auch oder übermorgen mit Ausnahme des Südens überwiegend trüb. Am Samstag breiten sich dann die Wolkenlücken im Westen und Osten auch aus, beziehungsweise arbeiten sich langsam vor. Allerdings legt der Wind dann auch zu. Und damit wird dann der Samstag auch der nettere Tag des Wochenendes. Na, wenigstens eine gute Aussicht für die kommende Woche. Guck mal.